So, wie ihr seht, hat es jetzt alles angefangen zu rauchen. Jetzt stellen wir neu ein, dass wir dann relativ schnell unsere Würstchen drauflegen können. Denn jetzt ist es noch viel zu heiß. Heiß! Was ist heiß? Heiß! 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 Heiß, heiß? Heiß. Sag heiß! Danke! Kleiner Bär. Jetzt ist er natürlich viel zu heiß. Ich habe ihn jetzt runtergestellt. Und wenn er dann auf unserer Temperatur ist, die wir zum Räuchern brauchen, dann legen wir los und legen unsere leckeren Bratwürstchen drauf. So, bis ich jetzt die Wurst draufgelegt habe und alles fertig gemacht habe, sieht man auch schon, dass er schon auf 135 ist. Und da befinden wir uns auch schon fast in dem Bereich, wo wir eigentlich räuchern. Und wir räuchern hier mit einem Elektrogrill und auch nur mit so zwei Chunks. Immer noch eins runter. So, jetzt sind wir auf dem zweiten. Wir haben jetzt die Chunks schön zum Rauchen gebracht, haben den Grill auch auf ca. 160 Grad runter temperiert. Ich habe sogar noch ein bisschen weiter runter gestellt, dass wir vielleicht sogar später auf 120 Grad sind. Und jetzt legen wir die Würstchen schön drauf. Das Räuchern könnt ihr natürlich auch in anderen Grills machen. Wichtig ist nur, dass ihr das Räuchermaterial zum Rauchen bringt und dann die Temperatur zwischen 110 und 130 Grad einstellt. Würde auch im Backofen gehen, bloß dann wird sich wahrscheinlich jeder bei euch wundern, warum es bei euch überall stinkt, als wäre irgendwo ein Feuer ausgebrochen. Das qualmt euch alles zu. So, die Würste waren jetzt so circa eine Stunde bei 120 Grad, 130 Grad mit drin und das Räuchermaterial ist auch schon fast komplett verglüht. Das könnt ihr dann auch nochmal ins Wasser legen. Und dann hält das bestimmt noch mal eine zweite Tour hin, aus. Ganz wichtig bei dem Grill, aufpassen, der ist sehr schnell verstellt. Meine Kleine ist gerade rumgehüpft und hat es dann bis auf 170 Grad hochgemacht. Wir waren aber schon fast fertig. Das heißt, die paar Minuten waren jetzt nicht schlimm. So, da haben wir die leckeren Würstchen. Und ich schneide sie jetzt mal auf. Und die sind richtig saftig. So, ich lasse es mir dann mal schmecken. Und ihr bis zum nächsten Mal. Mal schauen, was wir noch alles auf dem Gerät machen können. Oder vielleicht habe ich ja mal Lust, was anderes auszuprobieren. Ciao! So, ganz wichtig beim Räuchern. Versucht nicht zu hoch von der Temperatur zu sein. Je niedriger ihr von der Temperatur seid, desto mehr Rauch kann in das Material reingehen. Das heißt, wenn wir jetzt hier zwischen 120 und 130 Grad, am besten sogar noch 100 bis 130 Grad uns aufhalten, haben wir hier die Möglichkeit, sehr viel Rauch reinzumachen. Dann sollte einmal das Gargut über 23 Grad haben, bekomme ich so gut wie keinen Rauch mehr rein. Und die Bratwürstchen könnt ihr natürlich auch kalt genießen, das heißt einfach mal vorbereiten, später dann einfach beim Fernsehen schauen oder irgendwas nebenbei snacken und richtig leckere Würstchen genießen. So.